sein. Ja, bitte, die extra Leben, die brauche ich jetzt nämlich. Kein Bedarf. Wer sagt das denn? Oh, ich bin ein Superheld. Ich sterbe lieber, weil ich das nicht annehmen will. Let's go to the sleeping Zimmer. Oh, ich habe wieder aus den einen Stern verschossen. Aber ich habe eh nur 100 Stück, also YOLO. So, dann in die neue Galaxis. Ich hoffe, die wird besser als die alte, weil die alte hat mich ziemlich abgefuckt. Feindliche Basis entdeckt und wir messen unerhört große Energiemengen. Was treiben die da bloß? So, dann fangen wir mal mit 24 an. Windgarten-Galaxie, warte, was? Moment. Also theoretisch kann ich jetzt Bowser schon jetzt machen, aber ich bin ja nicht so einer. Okay. Der Himmel, der Wind und der Hase. Ich denke mal, das fungiert als Minispiel oder so. Das hatten wir schon mal. Schüttle die Wiimote, um mit dem Pflaumenkraut höher zu fliegen. Das geht genau dreimal. Pflaumenkraut. Wenn du unterwegs abspringen willst, drücke einfach A. Ich weiß jetzt nicht, what that shit is all about. Oh, wie geil. Ey, wie geil ist das denn bitte? Das ist ja Hammer. Das wäre jetzt vielleicht nicht so clever. Ich hätte nicht keine Ahnung, wohin das gehen soll. Oh, gerade noch so. Hä? Das habe ich jetzt aber nicht. Are you fucking kidding me? Wow. 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 Was soll ich denn machen? Soll ich jetzt der Avatar werden und den Wind umkehren oder was? Damit ich hochgepult werde anstatt down? Nice. Oh, noch einmal. Ich lerne noch, Leute. Ich lerne noch. Nein, 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 ja. Brav, brav, brav. Jeder Wort wird sich auf den Boden der Tatsache. Und noch ein bisschen höher. Und noch ein bisschen höher. Oh, das wird noch knapper als das von gerade. Gut. Fuck! Ich fail immer. Ich möchte doch nur ein paar extra Leben. Nein! Diesmal nicht. Verdammt. Ich erinnere mich an diesen Maulwurf Resetti von Animal Crossing. Okay. Oh shit. Fuck! Ja, mach noch mal bitte.
Ich hab gemisst! Hä? Ich bin gestorben! Soll ich mir in die Fresse hauen oder was? Ja, dann muss ich mir in die Fresse hauen. Ich könnte so richtig auf die Fresse hauen! Never forget Tom Jan Hüsch. Nein, das ist der Fake. Nimm den Stern da, hallo. Der Stern da. Hallo. Verdammte Scheiße! Ich krieg's einfach nicht auf die Kette. Okay. Ist auch wieder knapp. Das gibt es nicht. Ich will doch einfach nur ein extra Leben. Okay, also wenn das jetzt so stimmt, wie ich das denke, dann. Hallo. Mach doch, hallo. Er macht es nicht! Das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich wieder sterben. Ja. Ich wäre wieder gestorben. Dann muss ich das mit dem Nunchuck machen. Okay. Vielleicht habe ich ja einen fundamentalen Bug entdeckt. Oh, verdammt, doch nicht. Moment. So. Joa, Gegenfrage, ne? Wie komme ich denn jetzt hier weg? Hä? Bin ich jetzt hier stuck oder was? Ach, hier ist auch noch was. Interessant. Ja, okay, du wirst was. Ja, also es scheint so, als ob die Wii-Mode nicht das Beste wäre, um es zu schütteln. Da muss ich jetzt dran gewöhnen, mit dem Nunchuck das zu machen. Verdammte Scheiße! Ist die Steuerung mit dem Ding behindert? Ja, geil! Und ich kann nicht zurück. Ist das nicht der Hammer? Ne, ich werde das nie hinkriegen, ey. Ich denke mal, so eine coole Kombo mit diesem Ding. Das ist ein Witz. Was hast du davon, du Hurensohn? Unterschätze mich nicht. Es wird nie klappen, Alter. Es wird nie klappen. Ja komm, come at me, Bro. Na gut, wenigstens ist es ja kein verschenktes Leben. Wenigstens kriege ich ja nochmal eins geschenkt. Ich fast wieder abgekratzt. Zumindest ein Leben verloren. Eine Kraft verloren. Okay. Hallo. Ich schüttel. Come at me, Bro. Gut. Ja, yeah, das ist doch schon wieder was Gutes. Das freut mich jetzt, dass wir das so hier hingekriegt haben. So. Oh, look at that water, mate.
Was sagt denn der Hase? Glaubst du, du kannst mich fangen? Oh, verdammte Scheiße! Hast du keine Freunde oder so? Oh mein Gott. Ist das dein Scheiß Ernst? Du Hurenhase! Ja, wow, verkackt. Wow, dann hört er einfach auf zu laufen. Ich habe verloren, dafür gebe ich dir diesen Stern. Da kommt er aus der Röhre rausgekrochen. Ja, ja, beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal wird alles anders laufen. Beim nächsten Mal töte ich dich. Dann werde ich dich braten, dich essen und danach werde ich dein Kadaver schänden. So, endlich geschafft. Übrigens, falls ihr euch fragt, wie ich mit einer Wiimote richtig am PC spielen kann, ich benutze dafür die sogenannte Dolphin Bar. Ich tue euch einfach mal den Link in die Beschreibung. Die funktioniert wie eine, wie heißt die, Sensor Bar von der Wii. Nur die kann man ja schlecht am PC anschließen, weil sie ja nicht die richtigen Anschlüsse hat. Man kann zwar die Kabel aufschneiden und das dann auch irgendwie hinkriegen, aber diese Sensor Bar macht alles einfach. Einfach Treiber installieren, anschließen und dann die Wiimote mit der Sensor Bar, mit der Dolphin Bar zusammen sinken und dann geht das. Und ja, klappt super. Ah, warte mal, mir ist da was eingefallen. Wir haben noch Märchenstunde. Die hatten wir schon länger nicht mehr. Wo war denn nochmal? Ach, das war das hier, ne? Ja. Die Bibliothek. Da sind wir die ganzen... Na, lass uns beginnen. Neue Geschichte, neue Geschichte. Viertes Kapitel, der Traum. Das Mädchen hatte einen Traum von seiner eigenen Mama. Mama, wo gehst du hin? Die Mama kehrte ihm... Das Mädchen, okay. Die Mama kehrte ihm den Rücken zu. Man kann aber auch sagen, ihr. Ja. Die Mama antwortete, ohne sich umzudrehen, ich gehe nirgendwo hin, ich bin immer da. Am Mittag bin ich die Sonne, am Abend bin ich der Mond und immer sehe ich nach dir. Das Mädchen wurde so traurig, es war nicht zum Aushalten und fragte, und wenn es regnet und weder Sonne noch Mond zu sehen sind? Die Mama antwortete mit einem Lächeln, dann werde ich ein Stern und warte über den Wolken, bis du aufhörst zu weinen. Als es aufwachte, waren die Augen des Mädchens tränenbenetzt. Luma, der sich an es schmiegte, sagte, aus deinen Augen fließt Sternstaub. Das Mädchen trocknete sich die Tränen. Das ist kein Sternstaub, so schön sind Tränen nicht. Wenn mein Traum stimmt, werden wir unsere Mamas nie wiedersehen. Dieses Mal fing Luma an zu weinen. Mama, Mama. Auf ihrer Reise durch das Sternenmeer begegneten sie zahlreichen Kometen, aber Lumas Mama war auf keine von ihnen zu finden. Komm, hör auf zu weinen, sonst gibt es 3 Tage Regenwetter. Das Mädchen nahm Luma sanft in den Arm und sagte, wenn du aufhörst zu weinen, habe ich eine Belohnung für dich. Das Mädchen schloss die Augen und flüsterte sanft, ich werde deine Mama. Aww, it was so cute. Das reicht für heute.